So, wir sind heute in Zwiefalten. We are today in the village of Zwiefalten. And here you can see a beer garden. Und hier sieht man gleich einen tollen Biergarten. Und wir sind auch schon mitten in dieser Ortschaft. Hier ist die Klosterkirche. You can see the big church of the monastery of Zwiefalten, the former monastery. Und hier gibt es kühles Wasser, weil es heute ziemlich heiß ist. It's very hot today. So a little bit cold water is good for the children. In front of us you can see the beer himmel or the beer heaven. Also das ist hier auch eine Stadt der Brauereien. Gleich da vorne, there is a brewery in front of us. And now, jetzt betreten wir das frühere Kloster von Zwiefalten. Und im Hintergrund sehen Sie auch schon ein Gewitter. There is an incoming thunder here. And in the monastery garden, also hier im früheren Klostergarten, ist es dann schon bedeutend ruhiger. I tried to have a look into the church, but you cannot do pictures or a video. Man kann hier also leider nicht filmen. It's not possible, because I thought if the thunder is coming in, we can go into the church. Also bei einem Gewitter hätte man dann hier in die Kirche reingehen können, was nun aber nicht möglich ist. So we have to hurry up. In front of the thunder and lightning. Und Sie sehen schon, dass die ersten Touristen aufbrechen. Hier ist eine Construction Site, also hier wird auch kräftig gebaut. Das Tor hier in Richtung Stadt, das wurde erneuert. The gate in the direction to the village has been modernized since I was here. Weil ich das letzte Mal hier war, weiß ich nicht mehr ganz genau, aber müssen schon mehr als 5 oder 6 Jahre gewesen sein. Smell it.
rechten Seite sieht man das Rathaus, welches hier integriert ist. And now it get windy and stormy. Aber wenn wir nicht rein dürfen, dann machen wir wenigstens einen ausgedehnten Spaziergang. As we cannot enter, we do a much more longer walk than intended. Here this is a gate of the gate of Peter, also hier das Peterstor, durch das wir reingekommen sind. Aber hier geht's nicht weiter. Possible to go out here. Aber aufgrund des Gewitters konnte ich das heute nicht mehr so vorher besichtigen, wie ich das sonst mache. Because of the incoming thunder, I could not do my normal location scouting today, as I had to hurry up with the video. Now you can hear the bells. Vielleicht kann man die Glocken hören, aber wir stehen gerade etwas ungünstig. Getting very dark here. Es wird jetzt nun sehr dunkel am Horizont. And more wind. Und mehr Sturm. But the advantage, aber der Vorteil ist, dass die Leute jetzt nicht mehr hier im Weg stehen. So, it's our last sight, our last view. The monastery in letzter Blick auf das Kloster.
here you can see Paris, 718 kilometers. Also nach Paris sind 718 Kilometer. Aber wer will das heute schon noch zurücklegen mit dem Auto? So, we walk out now. We came in on the right side and we leave on the left side. Wir gehen zum Parkplatz. We are walking to the parking place, weil von da aus haben wir noch mal einen allerletzten Blick auf die gesamte Anlage, sagen wir hier for last view on the whole monastery. Und hier auf der linken Seite noch die Brauerei, the brewery on the left side. You can see Zwiefalter Klosterbräu, that means monastery, brewery. Und hier nochmal ein Blick auf eine Postkarte und eine Ansicht in früheren Zeiten. You can see here the monastery in former times. In front the wall is from the beer heaven. This is the back entrance of the beer heaven, also der Hintereingang zum Bierhimmel. Und rechts die Brauerei. A small village. Es ist eine kleine Ortschaft, aber eine sehr schöne Ortschaft. A very beautiful village here in Zwiefalten in Germany, nearby to Ulm in South Germany. Wir sind also hier noch knapp 30 Kilometer von Ulm entfernt. And this a last view and a last sight on this village and also on the incoming thunder. Also das Gewitter wird jetzt hier nicht so schlimm, aber trotzdem hören wir an dieser Stelle mit dem Video auf.